Und damit hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, dieses kleine Kurzfilmchen hat euch gefallen. Es wurde natürlich nur mit dem Google Pixel 6 Pro und auch nur unter der Verwendung der ganz normalen Kamera-App gedreht. Bevor es zu den ganzen Beispielfotos und sowas geht, will ich euch noch ganz schnell ein, zwei Einstellungen nahebringen. Oben links befinden sich die Schnelleinstellungen. Hier findet man die Sachen, die am häufigsten verstellt werden, wie zum Beispiel Blitz, Timer und alles sowas, übersichtlich angeordnet. Hier befindet sich auch die Funktion Top-Foto, was so eine Art Live-Bilder wie vom iPhone ist und was die einzige Möglichkeit ist, irgendwie Burst-Bilder zu schießen, also mehrere einzelne Bilder in einer Sekunde. Gehen wir dann in die weiteren Einstellungen, gibt es weitere Grundeinstellungen, aber auch sowas wie zum Beispiel oft fotografierte Gesichter, sorgt dafür, dass bei Gruppenbildern die bekannten Gesichter bevorzugt scharf gestellt werden. Außerdem ist hier die einzige Möglichkeit, die Videostabilisierung komplett auszuschalten. Macht man halt manchmal, wenn man das Material im Nachhinein stabilisieren möchte, weil da die Qualität manchmal noch ein kleines bisschen besser ist. Und das war's dann im Prinzip auch schon an spannenden Einstellungen. Videos. Google hat hier meiner Meinung nach deutlich aufgeholt. Bis zu 4K 60 FPS sind mit der Hauptkamera drin und bis zu 4K 30 FPS mit den jeweils anderen Kameras. Dabei ist die Bildqualität mit der Hauptkamera erstaunlich gut. Die anderen beiden Kameras kann man nur bei gutem Licht wirklich gut gebrauchen. Neu sind jetzt die verschiedenen Stabilisationsmodi, wobei es hier nur zu sagen gibt, desto doller die Stabilisation wird, desto mehr wird ins Bild reingecroppt. Bis auf den Kinoeffekt, der ist ein kleines bisschen anders. Hier wird das Bild stabilisiert, die Framerate halbiert, sodass also ein schönes Slow-Mo entsteht und auch noch der Shutter Speed auf 180 Grad gestellt, also kurz erklärt, dass die Bewegungen richtig schön weich aussehen. Auch die meisten Szenen von meinem kurzen Intro-Video wurden mit dieser Einstellung gefilmt. Treibt man das Ganze auf die Spitze, kann man natürlich Stabilisationsartefakte sehen, aber im Allgemeinen tut die Stabilisierung einen richtig guten Job. Google hat, wie eben schon gesagt, meiner Meinung nach bei den Videos wirklich aufgeholt. Teilweise war ich sogar richtig überrascht von den Aufnahmen, die ich gemacht habe. Allerdings würde ich Sony, Samsung und natürlich das iPhone hier noch als einen Ticken besser ansehen, auch was so den Ton der Videos angeht. Trotzdem muss ich sagen, gefällt mir die Entwicklung, die Google hier macht und es darf gerne weiter ausgebaut werden. Auch zum Vloggen kann ich das Telefon eigentlich ziemlich gut empfehlen. Hier kriegt man sogar ein kleines bisschen Hintergrundunschärfe ins Bild durch diesen riesengroßen Hauptsensor. Jetzt aber das für die meisten wohl interessantere Fotos. Fangen wir direkt auf der Vorderseite mit der 11,1 Megapixel, wer auch immer sich diese Zahl ausgedacht hat, Frontkamera an mit ihrer Blende von f2.2. Sie zählt wieder zu meinen liebsten Selfie-Kameras mit angenehmer Schärfe, tollen Farben und großem Dynamikumfang. Selten wurde mir so oft gesagt, was für schöne Selfies das Telefon nicht macht. Mit dabei sind übrigens auch ein Selfie-Blitz, verschiedene Stufen der Gesichtsretusche und sogar die Möglichkeit, die Bilder in RAW zu schießen. Eine weitere Besonderheit stellt hier das Sichtfeld von 94 Grad dar. Ist zwar nicht mehr so weit wie zum Beispiel beim Pixel 3 damals die Frontkamera, aber trotzdem sehr nützlich, wenn man mal seine gesamten Freunde draufkriegen will oder einfach eine schöne Landschaft. Hinten auf dem Gerät befindet sich unter anderem die Ultra-Weitwinkelkamera. Sie löst mit 12 Megapixeln auf, hat dabei eine Blende von f2.2 und schießt bei Tageslicht durchweg, naja, nicht sehr gute, aber gute Bilder. Die Schärfe sowie die Details gehen zwar in Ordnung, liegen allerdings hinter den beiden anderen Kameras. Farbtechnisch haben wir hier ein typisches Pixel. Ganz leicht übersättigte Farben nur, dafür erhöhter Kontrast und ein starkes HDR. Die 114 Grad Sichtfeld gehen allerdings meiner Meinung nach nur in Ordnung, da gibt es deutlich weitere Ultraweitwinkelkameras. Auch bei Nacht ist sie das schwächste Glied, Farben gehen zwar in Ordnung, aber die Schärfe lässt nach und das Bildrauschen kommt ziemlich schnell zum Vorschein. Für Makroaufnahmen ist sie übrigens völlig ungeeignet, genau wie die Zoom-Kamera. Und mit dieser perfekten Überleitung schauen wir uns auch die jetzt gemeinsam an. Sie besitzt 48 Megapixel, kann 4 bis maximal 20-fach reinzoomen bei einer Blende von f3.5. Und ich kann es eigentlich direkt vorne wegnehmen, sie ist mit einer der besten Zoom-Kameras, die ich je gesehen habe. Die Bilder werden unglaublich scharf mit tollen Farben und tollem Dynamikumfang. Und das Erstaunliche hierbei, sie kann zwar, naja, nur 20-fach maximal reinzoomen, aber bei Tageslicht werden diese Bilder erstaunlich gut und selbst bei Nacht kann man die volle Brennweite von 4- bis 20-fach ziemlich gut gebrauchen.
Zu guter Letzt habe ich sie übrigens auch sehr gerne als Porträtlinse genommen, sofern man dafür genug Platz hat, weil man sich schon ein ganzes Stück wegstellen muss. Die Brennweite und das natürliche Bokeh sorgen nämlich für deutlich schönere Porträtbilder als im eigentlich dafür vorgesehenen Porträtmodus, zu dem ich später dann noch komme. Aber kommen wir nun zum Monster, was in diesem Kamerabalken haust. Dem riesigen 50 Megapixel Hauptsensor mit einer Blende von f1.85 und einer richtig schönen großen Sensorgröße von einem über 1,31 Zoll. Wer sich unter diesen Maßen nichts vorstellen kann, mindestens. Und das ist der beste Hauptsensor, den ich je gesehen habe, bei Smartphones natürlich. Die Bilder werden unglaublich scharf mit einer super schönen Hintergrundunschärfe und wie bei den anderen Linsen mit pixeltypischem Aussehen. Er macht fast so viel Spaß wie der Hauptsensor aus dem Xiaomi Mi 11 Ultra, ist allerdings deutlich leichter zu handeln, da er super schnell auslöst und super zuverlässig fokussiert und auch den Fokus richtig gut trackt bei sich bewegenden Objekten. Selbst bei schwierigeren Lichtverhältnissen bis hin zu Nachtaufnahmen entstehen sehr gute Resultate, mit denen ich durch die Bank weg zufrieden war. Setzt man das Telefon nachts in ein Stativ, wechselt es übrigens automatisch in den Astro-Modus, wo Bilder von Sternen bis zu 4 Minuten Belichtungszeit geschossen werden können. Hier entstehen richtig schön rauscharme Sternenbilderhimmel. Ein weiterer Pluspunkt der Hauptkamera, man braucht sich nicht davor zu scheuen, zweifach digital reinzuzoomen. Googles Zauberalgorithmus sorgt auch hier noch für unglaublich gute Ergebnisse, besser als so manch anderes Smartphone mit dedizierter Zweifach-Zoom-Kamera. Zusammen mit dem recht geringen Mindestabstand zum zu fotografierenden Objekt kann man die Zweifach-Zoom-Stufe übrigens ziemlich gut zum, naja, fast Makrobilderschießen nehmen, was den fehlenden Makromodus so ein kleines bisschen wieder ausbügelt. Kommen wir nun zu den verschiedenen Software-Spielereien und Modi, angefangen beim Action-Foto. Mit einer großen Kamera ist dieser Look relativ schwer zu erreichen, weil man sich in der perfekten Geschwindigkeit mit dem Objekt mitbewegen muss. Mit dem Pixel ist es allerdings spielend leicht. Einfach draufhalten, abdrücken und das Pixel berechnet dabei den Rest und zaubert ein echt cooles Foto. Funktioniert übrigens nicht nur mit der Hauptkamera, sondern wie zum Beispiel hier mit der Zoom-Kamera. Allerdings kann das Hauptmotiv leider im Nachhinein nicht geändert werden, falls sich das Telefon zum Beispiel mal fürs falsche Auto entscheidet. Und bei Nacht, wenn das Telefon kein richtiges Motiv erkennen kann, dann kann es diese Berechnung auch nicht durchführen, weshalb einfach schlichtweg kein Action-Foto entsteht. Aber man muss dazu sagen, dieser Modus befindet sich halt noch in der Beta-Phase. Das heißt, Änderungen und Verbesserungen können hier natürlich immer noch hinzugefügt werden. Die zweite Form der Bewegungsbilder sind Langzeitbelichtungen. Hier kann man zum Beispiel Wasserfälle weichzeichnen oder Leuchtspuren von vorbeifahrenden Autos aufzeichnen, was ich richtig cool finde. Und auch hier werden die Resultate wieder richtig gut, aber es gibt auch wieder einen kleinen Dämpfer, denn leider kann man auch hier nichts verändern, nicht mal die Belichtungszeit. Und gerade bei Autobahnen hätte ich zum Beispiel gerne mehr als die vorgegebenen 1-2 Sekunden. Aber auch das ist im Beta-Stadium, vielleicht ändert sich hier noch was. Als nächstes kommt der Porträtmodus und hier muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Eigentlich habe ich Google im Porträtmodus immer ganz weit oben im Sinn. Seit dem Google Pixel 5 bin ich allerdings nicht mehr so angetan. Die Bilder wirken, als könnte das Smartphone nur komplett scharf und komplett unscharf. Andere Smartphones rollen das Bokeh so ein kleines bisschen nach hinten ab, was natürlich einem deutlich realistischen Look entspricht. Außerdem ist das Smartphone manchmal der Meinung, es müsste Objekte, die überhaupt nichts mit dem Hauptobjekt zu tun haben und auch nicht auf gleicher Ebene stehen, komplett scharf stellen. Also entweder den Effekt ganz weit runterdrehen, dass wirklich nur ein bisschen Hintergrundunschärfe da ist, sodass man halt eventuelle Fehler nicht so unbedingt sieht, oder wie vorhin schon gesagt, einfach mal versuchen mit der Vierfach-Zoom-Kamera die Porträts zu schießen. Als letztes Software-Gimmick kommt aber noch eins, was ich sehr, sehr oft benutzt habe und was auch sehr, sehr oft für sehr erstaunte Gesichter gesorgt hat. Der Magic Eraser. Innerhalb von Sekunden kann er unerwünschte Objekte aus Bildern rausschneiden oder Fotobomber zum Beispiel und ist in der Bedienung dabei kinderleicht und für jeden anwendbar. Zugegeben kann das nicht nur Google, sondern auch Xiaomi und Samsung. Wie das bei denen geht, steht unten in der Videobeschreibung. Aber Google wirbt eben damit, dass es bei denen komplett offline geht. Und auch ihr habt in meinen bisher gezeigten Samples einige Bilder gesehen, die mit dem Magic Eraser bearbeitet wurden, nämlich diese hier. Bei kleinen Objekten erkennt man hier wirklich
gar nichts mehr, dass hier irgendetwas war. Bei großen oder vielen Objekten hingegen sieht man hier und da ein paar Ungereimtheiten. Dieses Bild hier habe ich eigentlich bearbeitet, um zu zeigen, wo beim Magic Eraser die Grenzen sind, aber auch das ist viel besser geworden, als ich gedacht hätte. Klar, hier vorne das Pflaster sieht aus, als wäre es von einem Besoffenen gelegt worden, aber da das Augenmerk sowieso hinten auf der Semperoper liegt, ist das im ersten Moment gar nicht so krass aufgefallen. Wenn ich euch jetzt mal das Vorherbild zeige, wie viele Menschen ich hier einfach ausradiert habe, dann ist das schon extrem erstaunlich. Und hätte ich das jetzt nicht nochmal extra erwähnt, wäre es wahrscheinlich den meisten überhaupt nicht aufgefallen. Alles in allem kann man mit diesem Smartphone richtig viel Spaß haben. Mir fehlen nur leider so ein kleines bisschen die Pro-Funktionen, also sowas wie manueller Fokus, manuelle Belichtungszeit oder bessere 12-Bit-RAW-Bilder, wie das zum Beispiel Sony oder OnePlus macht. Trotzdem muss man sagen, wer eine super zuverlässige und super spaßige Point-and-Shoot-Kamera sucht, bei der einem super oft gesagt wird, wie schön nicht dieser Pixel-Look ist, der sollte sich das Google Pixel 6 Pro mal genauer anschauen. So, das soll es nun nochmal gewesen sein mit meinem Google Pixel 6 Pro Kamera Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.